Und Sie sehen, wir haben ja sogar verschiedene Möglichkeiten, nicht nur eine lineare dazu zu fügen, aber das, was wir jetzt ja gerade gerechnet haben, war ja eine lineare, also bleiben wir dabei. Wir können die Formel im Diagramm anzeigen und wir können das Bestimmtheitsmaß im Diagramm darstellen und dann nochmal zack. Und was sehen wir da? Y ist 10 mal x plus 100 und r² ist 0,8. Also genau das, was wir ja auch rausgekriegt haben. Ah ja, man könnte jetzt mal schauen. Nee, das lassen wir. Das können Sie sich zu Hause mal anschauen. Wenn Sie jetzt hier die beiden umdrehen und dann die Berechnung durchführen, dann werden Sie etwas anderes rauskriegen für die Funktion. Und selbst wenn Sie die Funktion dann wieder so darstellen, dass Sie hier die Fläche und da die Miete haben, sieht die Kurve anders aus. Das r² ist in beiden Fällen allerdings das gleiche. Im r² gehen die x- und y-Werte tatsächlich genau gleichberechtigt ein. Ja, insofern haben wir also jetzt tatsächlich die Korrelationsrechnung und auch die Regressionsrechnung behandelt. Möglicherweise ein bisschen ausführlicher, als ich das gemacht hätte, wenn wir eine Live-Vorlesung gemacht hätten. Die Sachen, die Ihnen da so lang vorkommen, die können Sie ja überspringen. Was ist jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, was ist jetzt in der Lernerei für die Klausur, für Sie wichtig? In der ersten Lerneinheit 0, das steht ja schon an der Tafel, die Grundbegriffe. Lerneinheit 0, Kapitel 6. In der Lerneinheit 1. In der Lerneinheit 1. Von der Urliste zur Häufigkeitsverteilung, also das ist... Also ich sag mal, das ist so trivial, das kann man im Grunde genommen weglassen. Das ist ja einfach gesunder Menschenverstand. Kapitel 2 waren die Lagemaße und Kapitel 3 die Streumaße. Ja, das ist schon von Bedeutung. Und in der Lerneinheit 2 das Kapitel 1. So, das sind die Häufigkeitsverteilungen, also insbesondere dann Korrelationsanalyse und eben die Regressionsrechnung. Das sind Dinge, die in der Klausur dann auch sicherlich drankommen können. Was hat man sonst noch? Die Indizes in dem Kapitel 2, in der Lerneinheit 2, die lassen wir tatsächlich leider vollständig weg. Wobei sich da meine Trauer auch in Grenzen hält, weil ich nie so richtig verstanden habe, was das mit Statistik zu tun hat. Da rechnet man halt einfach nur ein paar Größen aus. Ja, soweit dann für jetzt. Und dann haben wir die ersten 2 bzw. 3 Lerneinheiten jetzt tatsächlich etwas behandelt. Wir werden dann ja eine zweite Präsenz hier über Videos machen und da werden wir dann einen Auszug aus den Lerneinheiten 3 und 4 behandeln. Soweit für heute.